Wer kennt das nicht? Man ist im Urlaub und überall findet man Souvenire für die Liebsten. Doch was sind Erinnerungen und was nur Platzhalter? Mit dieser Frage setzt sich Stefan Bachter schon lange auseinander. Im Nürtinger Stadtmuseum kann man nun seine Werke betrachten nach dem Motto zwischen Fernweh und Kitsch. Eine Busreise durch das Rheintal, ein Wochenende im Schwarzwald oder eine Sommerfrische im Allgäu galten in der Nachkriegszeit schon als Abenteuer. So stammen alle Souvenirs aus einer Zeit, in der Urlaubsreisen noch viel bescheidener ausfielen als heute. Leiterin Angela Wagner-Gnahn freut sich, die Ausstellung präsentieren zu dürfen. Die Sonderausstellung heißt Urlaubssouvenirs zwischen Fernweh und Kitsch und sie stellt unglaubliche Anzahl von Kitsch-Objekten dar, in denen jeder irgendwas wiederfinden wird, was er kennt. Wenn ich aus seiner persönlichen Biografie, dann hat er es bestimmt bei Eltern oder Großeltern gesehen. Also eine Fülle von Gegenständen, unglaublich. Ja, nehmen wir mal die berühmte Kuhglocke aus dem Allgäu. Also es sind ja drei Schwerpunktgebiete. Neben Allgäu ist dann noch Oberbayern. Da gibt es ja auch ganz berühmte Symbole. Und Schwarzwald natürlich. Was denkt man bei Schwarzwald? Bullenhut, Kuckucksuhr. Also ganz typische, signifikante Gegenstände aus der Region, die sowas wie Merkmale sind mittlerweile. So können Sie noch bis zum 8. Oktober diese außergewöhnliche Ausstellung besuchen und bewundern. Und vielleicht kommt Ihnen auch etwas aus Ihrem Urlaub bekannt vor. Heute feiern Tierfreunde den Weltschildkrötentag, der auch World Turtle Day heißt. Initiiert durch die American Tortoise Rescue und ausgerufen durch die Humane Society of the United States, wurde dieser Aktionstag zum Schutz der Schildkröten ins Leben gerufen. Am Weltschildkrötentag soll auf die Bedürfnisse der durch menschliche Einflüsse gefährdeten Reptilien aufmerksam gemacht, sowie auf Schutzprojekte und eine artgerechte Haltung hingewiesen werden. Sie sehen halt niedlich aus und sie kennt halt auch jeder Schildkröte. Jeder hat mal, oder viele Kinder oder Erwachsene haben Schildkröte gehabt. Die kommen da immer da hinher und gucken da rein. Und, oh, sind das schöne Schildkröte, haben wir früher auch mal gehabt und so. Und das ist halt schon irgendwie niedlich. So Schildkröte ist niedlich, ist langsam, frisst langsam, sieht goldig aus. Ja. Es gibt ja viele Tage heutzutage, ne? Kann man ja auch mal machen. Ne? Gerade geht man Arterschutz und so weiter, gerade bei Meeresschildkröten ist ja ganz schlimm. Schon bereits vor mehr als 220 Millionen Jahren bevölkerten Schildkröten zusammen mit den Dinosauriern die Erde. Ihrer Anpassungsfähigkeit haben die Tiere es zu verdanken, dass ihr Fortbestand bis in die heutige Zeit gesichert wurde. Dieser wird jedoch durch menschliche Einflüsse akut gefährdet. Bei den über 320 verschiedenen Arten und über 200 Unterarten von Reptilien handelt es sich um wechselwarme Kriechtiere, die ihre Jungen durch Eiablage zur Welt bringen. Die Krokodile sind unter den noch lebenden Reptilien die nächsten Verwandten der Schildkröten. Eine der wohl bemerkenswertesten Eigenschaften von Schildkröten ist ihr mögliches Alter. Manche Arten erreichen eine Lebensspanne von weit über 100 Jahren und zählen damit zu den am ältesten werdenden Tieren der Erde.